Herzlich willkommen zu unserem Vortrag über Yellow OSM. Wer brav mitarbeitet und gute Fragen stellt, kann vielleicht einen Sticker haben. Wir möchten erklären, was wir mit unserem Projekt vorhaben, wo es hingehen soll, was wir bisher implementiert haben, und die nächste halbe Stunde werden wir das ungefähr erklären. Ja? Warum brauchen wir Yellow OSM? Wer von euch, ich werde jetzt mal eine kurze Umfrage starten, verwendet für das Finden von einem Friseur oder einer Dienstleistung eine Online-Suche oder ein Online-Telefonbuch? Das sind alle? Okay, wir haben 100%. Okay, wer verwendet, also wir suchen einen Friseur. Gut, das ist, in Graz gibt es recht viele, das ist richtig. Wer von euch verwendet dafür gewisses Mapping-System, das sich Google Maps nennt? Ihr könnt es schamlos aufzeigen, das sind ungefähr 10 bis 15 Leute. Gut. Dann gibt es sowas wie den Herold. Der Herold ist das Telefonbuch. Wer verwendet das Telefonbuch dafür? Eine Person, zwei, drei. Und wer verwendet von euch OpenStreetMap? Eins, zwei, drei, vier, sechs. Ja? Gut, okay. Erstes Faktum. Das zweite wäre, wer von euch würde das seiner Großmutter empfehlen? Wer von euch würde Google Maps der Großmutter empfehlen, wenn sie einen Friseur suchen soll? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und einer jungen Großmutter, also nicht 90 plus, sondern eher so 60 fangen sie ja schon an heutzutage. Ja, so, passt. So um die 10, ja. Für Herold? 3. Und wer würde OpenStreetMap seiner Großmutter empfehlen, um einen Friseur zu finden? Eine Person. Gut. Und wer hat Bedenken, was Tracking betrifft, wenn er Suche auf solchen Plattformen macht? Dass die Suche, die Suchanfrage missbraucht. Bei Google sind alle oben, das sind 25 plus. Beim Herold, wie schaut es da mit Tracking aus? Wer hat Angst beim Herold vor Tracking? Das sind so 10. Und wie schaut es bei OpenStreetMap aus? Wer hat Angst, dass die Suchanfragen missbraucht werden für solche Dinge? Niemand. Okay, da haben wir unsere Factsheet. Wir wissen, warum wir Yellow OSM brauchen. Yellow OSM ist ein Gewerbeverzeichnis, das auf OpenStreetMap aufbaut. Das heißt, das ist das Verzeichnis, wo die wenigsten Angst haben, dass sie getrackt werden. Aber das ist das Verzeichnis, das niemand benutzen kann. Und das ist das Verzeichnis, das in Fakt sehr wenige benutzen. Ja? Das heißt, wir haben ein Problem bei Usability, weil wir können uns der Großmutter nicht empfehlen. Und wir wollen es selber eigentlich auch nicht wirklich verwenden, weil wer hat schon einmal einen Friseur gesucht auf OpenStreetMap? Was findet man, wenn man einen Friseur sucht bei OpenStreetMap? Man findet den sogenannten Bergfriseur. Und der ist im Schweiz Osterzgebirge in Sachsen. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr hilfreich, deswegen kann man das, glaube ich, besser machen. Wir versuchen mit Yellow OSM auf der OpenStreetMap-Datenbank aufzubauen. Ja? OpenStreetMap ist die größte freie Geodatenbank der Welt und das ist ein Datenpool, das man eigentlich besser nutzen kann für Gewerbedaten. Es gibt zahlreiche Interfaces dafür, aber die sind schwer zu benutzen. OpenStreetMap versucht, so eine eierlegende Wollmilchsau für alle zu sein und dadurch wird es teilweise schwer, gewisse Use Cases abzudecken. Und es ist aber trotzdem die Hauptanlaufstelle, wenn man sagt, man möchte auf OpenStreetMap irgendwelche Sachen finden und suchen, dann hat man das Problem, dass man eben Gewerbedaten auf OpenStreetMap nur mit einer guten Einschulung wirklich rausbekommt. Da muss man dann den Ortsnamen dazu mit eingeben, weil OpenStreetMap nicht weiß, wo man ist, etc., etc., etc. Und auf mobilen Geräten ist das teilweise schwer zu verwenden, weil da gibt es etliche Anwendungen, die sowas übernehmen für einen. Die sind natürlich dann wieder darauf spezialisiert. Da muss man die richtige finden. Gut. Ich habe, glaube ich, etabliert, dass es so wirklich keine
offene, freie Datenbank für diese Gewerbedaten gibt. Wir wollen mit Yellow OSM sowas sein. Wir haben uns den Hauptzweck sozusagen abgesteckt mit, wir wollen Gewerbedaten finden, das heißt, das sind Firmen, das sind Dienstleister und Ähnliches. Ja? Alles, wo man Geld ausgeben kann im Prinzip. Und existierende Lösungen sind eben undemokratisch, da ist Google mit seinen Editoren dahinter, man kann nicht nachvollziehen, wieso ein gewisser Konkurrent zum Beispiel vorgereiht wird gegenüber einem selbst. Diese Dinge sind mitunter ein Problem. Man muss beim Herold wirft man viel Geld ein, damit man gelistet wird, überhaupt in einer kommerziellen Datenbank, wo dann die Leute wieder hinfinden müssen überhaupt, dass sie einen auffinden. Und das ist eine richtige Monopolstellung mittlerweile. Und Google, wenn man Google Maps integrieren will irgendwo, dann muss man schon Kreditkartendaten angeben, weil es sein kann, dass man 100.000 Views auf seiner Website generiert und dann fängt man an zu zahlen dafür. Und die Daten selbst, die sind teilweise sehr, sehr langsam bei der Aktualisierung. Da gab es den Fall von dem umbenannt worden Ring in Wien. Das war 2012. Da hat die Stadt Wien beschlossen, den Dr. Karl-Lueger-Ring umzubenennen in den Universitätsring. Das hat auf OpenStreetMap ein paar Stunden gedauert, dann waren die richtigen Daten da. Und auf Google hat es knappe Woche gebraucht. Und auf Bing Maps war es über ein halbes Jahr, bis dieser richtige Straßenname in die Online-Karte eingetragen wurde. Und kurze Zeit hat es auf Google eben wirklich unbenannt worden, Ring geheißen. Nicht optimal. Diese Daten kann man mit der Crowd, so wie es OpenStreetMap macht, super gut erfassen. Und das könnte besser funktionieren. Und wenn man gerade Business-Daten hat oder Ähnliches, dann ist es durchaus relevant, wenn man ein halbes Jahr nicht gefunden wird. Unsere Ziele sind, wir wollen die Daten aus OpenStreetMap leicht zugänglich machen. Das heißt, wir wollen wirklich ein spezialisiertes User-Interface machen, das Gewerbedaten indiziert und leicht auffindbar macht. Die Hürde soll so gering wie möglich sein. Wir haben im Moment ein Web-Interface dafür. Das Bearbeiten und Hinzufügen, dadurch das, was OpenStreetMap großartig macht, dass jeder mithelfen kann, das soll so einfach wie möglich sein. Das heißt, wir wollen, dass die Hürde, mitzuhelfen, OpenStreetMap besser zu machen, so niedrig wie möglich ist. Dazu zeige ich noch was in der Demo her. Und ja, in der Hoffnung, dass die ganzen Daten demokratischer sind, weil wirklich einfach alles eingetragen ist und dann gleichberechtigt sozusagen funktioniert. Und das wirkliche Ziel wäre, die ganze OpenStreetMap dadurch zu stärken und uneinholbar besser zu machen als Google Maps und als ähnliche, so ähnlich wie es Wikipedia schon gemacht hat für Lexika oder wie es Stack Overflow für das Wissenspool bei Programmierproblemen macht. Durch die Crowd und durch viele Editoren sind wir einfach mächtig und können diese Daten viel, viel besser auswerten. Und natürlich wollen wir schauen, dass wir ein Auge auf Tracking und auf Privacy haben. Wir wollen nicht Benutzerhistorie ansammeln, um euch dann irgendwelche komischen Produkte anzudrehen, die ihr vielleicht braucht, weil ihr beim Friseur wart und dann wart ihr einen Anzug shoppen und dann empfehlen wir euch vielleicht, dass es sich irgendwelche Jobangebote oder irgendwelche teuren Reisen oder keine Ahnung was. Gut, kommen wir zur Demo. Das ist unsere Seite im Moment. Wir starten natürlich in Graz. Unser erster Use Case wäre, wir suchen einen Bankomat. Ja? Das sind die Bankomaten in Graz. Da können wir dann schauen, was das für ein Bankomat ist zum Beispiel. Das wäre jetzt die Raiffeisenbank, die hat Samstag zu. Da haben wir eine Telefonnummer als Kontakt. Da können wir gleich anrufen. Da sehen wir hier eine Telefonnummer. Das heißt, auf Mobil klicken wir drauf und rufen an. Dann haben wir eine Website, das ist ein ganz normaler Link. Und dann haben wir noch so Metainformationen, wie welche Adresse ist das, wenn sie vorhanden ist, oder eben Öffnungszeiten, dass das jetzt geschlossen ist, oder vielleicht eben wieder am Montag um 9 Uhr aufsperrt. Ja? Es gibt aber natürlich auch Bankomaten, die weniger gut getaggt sind. Da gibt es welche, die sind 24/7 offen. Da muss man nicht mehr wissen. Das ist ein simples Feature. Ich will nur Geld abheben, das Ding ist offen, das heißt, ich komme hin, das ist eine Maschine, die ist immer offen. Ja, fertig, da brauche ich keine sonstigen Informationen. An sich schon als einzelner Punkt auf der Karte hilfreich. So, dann wollen wir
Was wollen wir suchen? Wir suchen ein Restaurant. Ja? Das sind die Restaurants in Graz. Das sind nicht alle, ich glaube, es gibt mehr, aber wir limitieren das einmal auf 300 Resultate oder so. Und dann können wir hier zum Beispiel sagen, wir uns interessiert, was das ist. Das ist jetzt das Taj Mahal zum Beispiel, das hat offen. Da haben wir wieder Kontaktdaten, wir können eine Tischreservierung vornehmen oder ähnliches. Und dann haben wir hier unten die Öffnungszeiten, die im OpenStreetMap-Format derzeit noch dargestellt werden. Aber wir sehen, dass es jetzt offen ist. Und dann haben wir noch so Zusatzinformationen wie zum Beispiel, okay, die haben vegetarische, vegane Küche und das sind Nichtraucher. Ja? Dann möchten wir vielleicht noch unseren Fall von vorhin abdecken. Löschen wir mal die Suche. Wir möchten einen Friseur finden. Da haben wir auch schon einen Friseur. Und dann sagen wir, okay, der Frisiersalon Gabriele, der hat sogar offen, da können wir sofort anrufen und uns einen Termin ausmachen. Ja? Und es soll so leicht sein, die Daten aus OpenStreetMap rauszukriegen, wenn wir jetzt da drauf kommen, okay, der Frisiersalon Gabriele hat auch noch eigentlich eine Webseite und die wollen wir hinzufügen, dann können wir hier auf Eintrag bearbeiten klicken, dann kommen wir auf die OpenStreetMap-Webseite und dort können wir uns einloggen und im Editor dann wird da hoffentlich geöffnet und wir können den Frisiersalon Gabriele sofort im Web-Editor auf OpenStreetMap adaptieren. Ja? Da können wir jetzt dann hier einfach, wenn wir Mapping-Erfahrung haben, da hier einfach die Webseite zum Beispiel hinzufügen. Ja? Das soll einfach sein und wir binden die Dienste an, die es gibt. Gut. Haben wir noch irgendeine Query? Ich glaube, das war's. Dann übergebe ich an den Daniel. Ja. Wie sieht es jetzt technisch aus im Hintergrund? Wir haben das Ganze entwickelt als Web-App, das heißt nicht als native App, die man über den App-Store installiert, sondern als Web-Applikation, die auch übers Handy und über beliebige Geräte zugänglich ist. Das hat den Grund, dass es dann einerseits einfacher ist zu nutzen, die Hürde ist etwas geringer, weil man es nicht installieren muss, man braucht keine Berechtigungen dafür, man kann optional die Location freigeben für die App, das war's, aber da kann man relativ sicher sein, dass sonst nichts getrackt wird im Hintergrund irgendwie. Und die Entwicklung ist für uns auch effizienter natürlich dadurch, dass wir nicht für mehrere Geräte eine App nativ programmieren müssen. Wir können es ausrollen, wenn wir wollen, noch auf Geräte, indem wir so einen Wrapper rundherum schreiben. Der Fokus ist derzeit auch auf mobilen Geräten, weil wir einfach bemerkt haben, dass das öfters verwendet wird und dass wenn ich Google Maps verwende, dann fände ich es eher in der Stadt, um schnell was zu suchen und weniger zu Hause. Funktioniert dort natürlich beides. Wir wollen in der Zukunft daraus noch eine Progressive Web App machen. Das heißt, eine Website, die sich wirklich anfühlt wie eine App auf dem Gerät, die dann zum Beispiel Notifications senden kann, die offline first funktioniert, also auch gewisse Teile cached, wo man suchen kann, wenn man offline ist und so weiter. Ansonsten zur Technik noch, die Daten davon kommen von der Geofabrik. Das ist ein auf OpenStreetMap spezialisiertes Softwareunternehmen aus Karlsruhe, das im Prinzip länderweise Dumps zur Verfügung stellt, die wir dankenswerterweise, die wir gerne annehmen, um uns diesen Prozess zu sparen. Und ganz kurz zur Pipeline nur, wie wir es technisch aufgebaut haben. Wir können gerne noch nachher genauer reden, wenn sich jemand genauer interessiert. Wir importieren es in eine PostgreSQL-Datenbank. Da gibt es auch ein fertiges Skript dafür. Und exportieren es nachher für Solr, für Elasticsearch. Nicht für Solr, für einen Suchserver. Und haben dann eigentlich kein wirkliches Backend, das wir betreiben, sondern wir haben einen Suchserver, der mit einem Frontend-Reader, das in Angular geschrieben ist. Dadurch sparen wir uns ein bisschen die Logik, das Backend betreiben zu müssen. Wir haben ein paar Export-Skripts für Elasticsearch und es funktioniert relativ gut und effizient, das weiterzuentwickeln. Wir würden es auch gerne in die OpenStreetMap-Community einbauen und unser Tool irgendwie integrieren in die bestehenden Sachen. Deswegen verwenden wir auch schon bestehende Software, wie zum Beispiel das OSM2PGSQL für den Import in die Datenbank, im Frontend OpenLayers und Angular und die OpeningRSJS-Library, die wunderbar aus den Öffnungszeiten in den OpenStreetMap-Format ausrechnen kann, wann das nächste Mal diese Location geöffnet hat oder ob sie jetzt gerade geöffnet ist, was auch nicht selbstverständlich ist, wenn man da relativ viel eintragen kann, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet zum Beispiel, und das funktioniert dann auch schon. Wir würden auch gern unsere Daten und unser Wissen weitergeben und eine API zur Verfügung stellen, die ist offen und frei verwendbar derzeit. Sie ist nicht wirklich dokumentiert, aber man kann auf die Elasticsearch zugreifen. Wenn jemand Interesse hat, bitte kommt nachher zu uns, redet mit uns. Wir würden das gerne anbieten und zur Verfügung stellen, wenn das jemand verwenden möchte.
OpenStreetMap selbst hat natürlich auch eine API und die Overpass Turbo funktioniert auch ziemlich gut. Was uns unterscheidet, ist, wir spezialisieren uns auf Gewerbe und Dienstleistende und haben dafür ein gewisses Schema, dass wir etwas aggregieren und zusammenfassen, wie es für uns Sinn macht, das auf der Karte darzustellen. Das ist manchmal etwas schwierig auf OpenStreetMap genau zu sagen, was ist das für ein Typ. Da muss man irgendwann Entscheidungen treffen, wenn man es für den End-User präsentieren möchte. Das ist auch das, woran es hakt bei einigen OpenStreetMap-Interfaces. Genau, da hoffen wir, dass wir eine Verbesserung haben und würden die gerne weitergeben, beziehungsweise für alle nutzbar machen und auch gerne noch adaptieren. Man kann es zum Beispiel verwenden für die Gebäudeautomatisierung, weil der Flo auch beim Home Assistant Stand dabei ist draußen, zum Beispiel, indem man ein Tablets-Haus aufhängt und sagt, okay, zeig mir mal alles, was in der Nähe jetzt geöffnet hat, wenn ich vorbeigehe, alle Lieferdienste oder wo kann ich jetzt noch zur Apotheke fahren oder so. Wenn man das über eine Schnittstelle kriegt, ist natürlich cool und auch wenn die offene Daten hat, noch besser. Man kann es auch sonst, also wir haben einige Ideen, die man sonst verwenden könnte, man könnte es in einer Website dazufügen, was hat in der Nähe gerade geöffnet, was gibt es in der Nähe. Oder auch um Auswertungen zu machen. Wir haben vorher gerade gesehen, wo gibt es Bankomaten in der Stadt. Das kann man natürlich über andere Möglichkeiten auch anzeigen. Die Daten sind ja offen, aber bei uns relativ einfach. Wenn man zum Beispiel Billa oder Spar eingibt, sieht man genau, wo ein Billa und Spar ist auf einen Blick auf der Karte. Was vielleicht interessant ist, wenn man sich eine Wohnung sucht, schaut, was in der Nähe ist oder welche Gebiete gibt es überhaupt oder wo man ein Gewerbe eröffnen könnte. Was noch interessant ist, ist die Datenqualität auf OpenStreetMap im Vergleich zu Google Maps. Wir haben vorher gesehen, es verwenden sehr einige Leute auch Google Maps oder den Herald. Was interessant ist, ist die Datenqualität. Google Maps präsentiert sich relativ souverän im Interface. Da ist viel Zeit und Geld in das Marketing geflossen, in das Interface, das Design. Das schaut einfach souverän aus. Dadurch könnte man den Eindruck haben, dass die Daten dort viel besser sind. Das wäre auch nicht ganz falsch. Aber die Frage ist, wie viel sind sie besser und wie ist der Stand überhaupt? Und um das mal stichprobenmäßig auszuwerten, habe ich mir die Reitschulgasse angeschaut. Für alle, die nicht aus Graz sind, die Reitschulgasse ist diese rot markierte Straße im Zentrum von Graz. Die ist 200 Meter lang, hier ist der Herr-Kmini-Platz, liegt also wirklich im Herzen der Stadt und hat einen guten Branchenmix. Das weiß ich, weil ich bin die Gasse durchgegangen und habe sie abfotografiert. Und zwar jedes Schild, das ich finden konnte. Und es gibt eine lustige Mischung dort aus Kebabständen, ein Augenarzt Dr. Durchschein und direkt neben ist der Dr. Bottle, der kein Mediziner ist. und wir haben das Ganze gesammelt in einem Spreadsheet. Das können wir auch gerne weiter teilen. Wir werden jetzt den nächsten Tag darüber bloggen, wie es da gelaufen ist. Es gibt dort 44 Geschäfte, Friseure, Cafés, Ärzte, Psychologen, alles, was irgendwie eine Anschrift hat und was man nutzen kann als Kunde. Die Frage ist, wie viele gibt es auf der Karte davon, von diesen 44? Und es sind gar nicht so viele, wie man glauben möchte. Also Google Maps hat von diesen 44 nur drei Viertel überhaupt eingetragen. Was überraschend wenig ist für mich, dass das einfach so gut funktioniert und so als das Standard-Tool quasi gesehen wird. OpenStreetMap ist etwas dahinter, hat 50% und Apple Maps ist in Graz eigentlich unbrauchbar, habe ich festgestellt. Die haben überhaupt nichts. Was interessant ist, weil Apple Maps eigentlich mit sehr vielen Datenquellen kooperiert, mit Yelp, mit TripAdvisor und diese Seiten haben Daten über die Straße, aber die sind nicht auf Apple Maps gelandet. Vielleicht ist einfach Österreich noch nicht wichtig genug als Markt, ich weiß es nicht. Und diese Infos hier sind nur die Basisinfos, das heißt Adresse und Name, dann ist es mal gezählt in dieser Grafik. Das heißt, sagt aber noch nichts aus, wie gut die Datenqualität wirklich ist, ob die Öffnungszeiten stimmen, ob die Telefonnummer stimmt, ob sie überhaupt angegeben ist. Das habe ich dann auch noch evaluiert und dann geht es noch ein bisschen nach unten hier und man sieht dann, dass selbst auf Google Maps nur 50% der Einträge in dieser Straße, die inmitten von der Stadt liegt, also jetzt keine abstruse Seitengasse irgendwo ist, überhaupt richtig sind. Richtig hier heißt, Telefonnummer, Website und Öffnungszeiten sind eingetragen, sofern es vorhanden ist für dieses Gewerbe. Das ist eigentlich ziemlich wenig, obwohl da ziemlich viel Aufwand betrieben wird und bei OpenStreetMap ist es nochmal weniger, das sind es knapp 30%. Und das ist mal interessant, so als Reality-Check irgendwie, um zu sehen, wie sieht es überhaupt aus und auch Motivation für uns, das zu machen. Weil wenn es kein Interface gibt, wo man diese Daten gut nutzen kann, ähnlich wie Google Maps für OpenStreetMap, dann gibt es natürlich auch weniger Motivation, da Sachen einzutragen, weil es relativ mühsam ist. Und unser Ziel ist es, dass diese Daten besser nutzbar werden und auch verbessert werden. Das können wir natürlich nicht alleine machen. Wir würden einfach gern die OpenStreetMap-Community ermuntern, gemeinsam da Verbesserungen zu machen und mehr Leuten OpenStreetMap zugänglich zu machen und da auch noch Daten vielleicht nachzutragen. Bei Straßen funktioniert es in Graz sehr, sehr gut, wie auch vorher bei der Ringumbenennung gesehen. Bei Gewerben ist es noch etwas schlechter. Es gibt, was da auch noch nicht dabei ist, es gibt einige Gewerbe, die es gar nicht mehr gibt, eingetragen auf OpenStreetMap und auf den anderen Kartendiensten auch natürlich.
aber auf OpenStreetMap und Apple Maps deutlich mehr. Und die müsste man natürlich auch irgendwann rausschmeißen. Das heißt einfach, wir würden es einfach gerne einfacher machen, dass man das besser verwalten kann. Derzeit geht es mobil nicht, das heißt, wenn ich in der Stadt herumgehe, also eintragen möchte, ist es eigentlich schon relativ schwierig. Ich muss es merken, fotografieren und zu Hause am Computer eintragen mit den meisten Lösungen. Also es gibt sehr, sehr wenig, was wirklich gut funktioniert mobil. Das ist natürlich auch schon eine Hürde. Wir haben uns aber Ziele gesetzt, das zu verbessern. Wir möchten Websites crawlen, automatisiert und dort Daten überprüfen und nachtragen. Idealerweise mit Machine Learning, wobei wir gemerkt haben, dass es eine ziemliche Challenge ist, das gut zu machen, weil wenn es auf einer Website 10 Telefonnummern gibt, welche ist die richtige? Da stehen wir quasi gerade, sage ich nach der nächsten Folie noch mehr dazu. Und wir wollen das Bearbeiten mobil einfacher machen. Zum Beispiel, es gibt den offiziellen OSM-ID-Editor, der mobil nicht funktioniert. Und das müsste man eigentlich mit relativ wenig Aufwand fixen können, indem man einfach die Sachen ein bisschen verschiebt und zum Beispiel die ganze Karte darstellbar macht und nicht nur einen 2 cm breiten Streifen. Das würde man uns gerne anschauen. Falls die offen sind für Contributions, würde man da gerne was beisteuern. Ansonsten haben wir jetzt uns mal auf MapRoulette gestürzt. Kennt jemand von euch MapRoulette? Cool, das ist MapRoulette. Da gibt es im Prinzip Challenges, wo man einen Datensatz einspielen kann im GeoJSON-Format und sagt, okay, wir haben hier einen Haufen Kreuzungen identifiziert, wo irgendwas falsch getaggt ist, irgendeine Fahrspur. Oder bei uns zum Beispiel, wir haben Telefonnummern, die fehlen bei diesen österreichischen Unternehmen. Wir haben welche identifiziert, sieht man hier, ich hoffe, man kann es lesen. Also falls nicht, hier ist der Marker auf der Karte, dann sind ein paar Details, das ist Café Nest in Wien und wir haben auf der Website, die hier steht, 2 potenzielle Telefonnummern identifiziert. Und die Challenge wäre jetzt einfach hier auf Edit zu klicken. Und dann kommt man direkt zu diesem Point of Interest in der OpenStreetMap. Ich glaube, ich kann jetzt drüber gehen über die Demo aus Zeitgründen, aber wir können es uns gerne nachher noch anschauen, falls es jemanden interessiert und kann hier wirklich mitmachen und das bearbeiten, ohne dass man jetzt viel Wissen braucht über wie funktioniert was, wo und wo gibt es Potenzial. Das wäre unser Versuch oder Wunsch, das einfacher zu machen, solche Sachen zu identifizieren. Derzeit sind wir für den österreichischen Raum mal aufgestellt, würden gerne noch bis Sommer auf den deutschsprachigen Raum ausweiten. Genau. Und zurück geht nicht, okay. Dann sage ich es zu der Folie. Danke. Es gibt auch, wer am meisten hier mitmacht, kann ein paar Sticker bei uns gewinnen. Die sind ziemlich cool, also kann ich nur empfehlen. So, dann kurz noch zum Ausblick, dann kommen wir schon langsam zum Ende. Wir wären sehr interessiert an eurem Feedback. Ihr seid auf den Linux-Tagen, interessiert euch für freie Software, ihr seid unser Kernpublikum quasi, wenn man jetzt im Marketing-Sprech redet. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt und vielleicht draußen am Stand kurz sagt, hey, das war gut, das vermissen wir noch, das wäre unbezahlbar für uns, glaube ich. Wir würden auch die UX gerne noch verbessern. Wir haben einige Mankos noch, haben wir festgestellt. Man kann zum Beispiel jetzt keine Geschäfte auf der Karte anklicken, man muss derzeit suchen danach. Das würde man gerne nachziehen. Uns würde einfach interessieren, was die Leute da am meisten nutzen und gerade die Community am meisten nutzt. Also das ist das angesprochene Browsing. Wir würden die Datenqualität auch gerne verbessern weiter, wir mappen selber. Wir würden auch andere ermutigen und ihnen helfen zu mappen. Und wir möchten das Projekt nachhaltig in der Community etablieren. Wir sind derzeit dankenswerterweise unterstützt von der NetID-Stiftung und können dadurch das Projekt mal initial entwickeln. Aber längerfristig braucht es eine Strategie, wie man das machen kann. Wir würden ungern Werbung oder Tracking verwenden, weil das eigentlich ganz gegen unsere Grundsätze geht. Was wir machen können, ist sonst rundherum vielleicht Services anzubieten, OpenStreetMap-Dienstleistungen für andere Firmen, die sich eintragen möchten. Oder das Ganze über eine Community, über gespendete Zeit oder Geld weiterzuführen. Würde uns auch interessieren, falls jemand von euch eine Idee hat, wie das gut funktionieren könnte, redet jetzt mit uns. Zum Abschluss noch ein Fun Fact. Ist jemand aus Vorarlberg oder Tirol hier? Sehr gut. Eine Frage an dich. Warum gibt es in Tirol und Vorarlberg keine Fleischer? Ja, sehr gut. Sehr gut, weil sie dort Metzger heißen. Also wenn man Marktanalyse, wenn du wissen willst, wie du deinen Fleischhauer, sag ich, nennen möchtest in Österreich, hier gibt es ein paar Tipps. Oder der Butcher, auf Englisch findet man alle. So sind sie auf OpenStreetMap getaggt. Der Butcher ist natürlich das Tagging. Der Butcher ist das Tagging, das OpenStreetMap intern verwendet und das natürlich, das haut in der Suche auch noch hin natürlich. Deswegen sieht man dann die Union aus Metzger und Fleischer mit der Butcher-Suche. Gut, das war's. Wir möchten uns noch bei NetID bedanken, die uns
finanzieren derweil. Das macht irgendwie das möglich, ein paar Urlaubstage und Privatzeit noch abzuknapsen, um Yellow OSM zu neben meinem Vollzeitjob zu implementieren. Weitere Informationen findet ihr auf GitHub, auf der Website. Wir haben einen Twitter-Account und natürlich, da ist die Mapulet-Challenge verlinkt. Wir werden den Talk jetzt dann auf GitHub pushen, das heißt, ihr solltet den unter Yellow OSM sehen können. Gut, und jetzt sind wir offen für eure Fragen. Danke. Bitte. Hallo. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zieht ihr quasi die Daten aus der OpenStreetMap raus und importiert euch die Daten in die eigene Datenbank. Genau, ja. Wir ziehen die Datenbank aus einem täglichen Dump, wir holen uns den von der Geofabrik, weil wir es auch auf Österreich begrenzen wollen im Moment, damit unser Server nicht die Patschen streckt. Das heißt, und dann hauen wir sie in einen eigenen Search-Index, ja genau, der macht die Suche effizient und so können wir die Metadaten, die uns ja eigentlich nur interessieren, die Straßenkarte darunter interessiert uns nur als Visualisierung. Die Daten, die wir finden wollen, sind Metadaten von einzelnen Knoten sozusagen. Ja. Ich habe noch eine Frage. Wie sieht es aus mit den rechtlichen Sachen zwecks Datenschutz? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jede Firma es explizit haben möchte, dass ihre Daten da eingetragen ist. Das ist eine gute Frage. Wenn die Firma ein Schild auf der Straße hat und du sie mappen gehst als Mapper, gehe ich davon aus, dass die Daten, die sie in ihre Auslage hängen, zur allgemeinen Verwendung sind, dass sie gefunden werden wollen, dass sie Umsatz machen wollen. Diese Daten werden von anderen Unternehmen auch erfasst. Die macht Google Street Map über Street View zum Beispiel, über Bilderkennung und Ähnliches ziehen sie die Daten raus. Die machen die Heinzelmännchen, die gehen manuell durch und erfassen das. Das macht OpenStreetMap schon die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass es dafür diese Public Domain Daten irgendwo ein Problem gibt. Das Gleiche gilt meines Erachtens nach auch für Webseiten zum Beispiel. Wenn du eine Website betreibst und dort die Informationen zu deinem Unternehmen bereit zur Verfügung stellst, dann sind das Fakten, die man verwenden kann für sowas. Gibt es noch Fragen? Bitte. Also ich greife mal das Beispiel mit dem Restaurant auf. Das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Das geht also vom First-Class-Restaurant mit 4 Sternen und von wegen unter 100 Euro geht da gar nichts, bis zur Imbissbude von wegen hier gibt es bloß ein Würstle. Wie habt ihr denn das angegangen, damit, also wenn ich nach Restaurant suche, da nicht, muss ich irgendwie differenzieren können? Das ist richtig. Wir haben jetzt hier Restaurant, wer der Suchbegriff den OpenStreetMap für Restaurant verwendet. Es gibt aber auch Pubs zum Beispiel. Pubs sind so ein Unterbegriff von Restaurant. Da gibt es auch was zu essen, aber es ist mehr so gemütlich und es gibt ein Bier. Und dann gibt es natürlich Imbisse auch. Was wir jetzt zum Beispiel da hier gemacht haben, wir haben eine Metakategorie Gasthaus eingeführt. Hoppala. Die gibt uns eine Mischung aus, oder die gibt uns das Set aus Restaurants und Pubs. Ja? Also das ist ein ganz schwieriger Klassifizierungsproblem eigentlich. Ja, also ich kenne es jetzt von uns halt, so jetzt mal in gelben Seiten oder so, gibt es ja das Problem auch immer. Das heißt, da gibt es halt dann irgendwo eine Kategorisierung, was weiß ich, asiatische Küche, regionale Küche, was der Teufel was. Und das ist natürlich dann schon sehr differenziert. Aber ich sage jetzt mal, für jemanden, der irgendwo in eine auswärtige Stadt kommt, so wie wir jetzt, wir sitzen dann da abends da und sagen, wo gehen wir denn heute hin zum Essen? So, und dann, ja, was wollen wir denn? Wollen wir Italiener, wollen wir Grieche, wollen wir regional? Und dann wird es schwierig. Genau. Der Flo demonstriert gerade, dass wir in Beta-Status sind. Also wir hatten mal die Küchen auch in dem Suchserver, die werden, glaube ich, derzeit nicht durchsucht. Aber prinzipiell machen wir eine Volltextsuche über die Restaurantnamen und Eigenschaften, ähnlich wie Google Maps. Ich glaube auch, wenn jemand, der nicht so oft mit sowas auf Google Maps sucht, dann wird er auch nicht sagen, oh, ich möchte jetzt, welchen Typ von Restaurant möchte ich jetzt haben? Ich möchte einfach ein Restaurant und das schlägt dann was Sinnvolles vor. Da würden wir auch gern hinkommen. Die spezielle Suche geht natürlich auch. Ich kann ja auch eingeben Pub oder Japanisch, aber generell soll es einmal einfach sein, ohne dass man viel Expertenwissen schon braucht, um die Suche bedienen zu können. Bei Japanisch könnte ich natürlich auch einen Sprachkurs besuchen. Ne? Stimmt, ja. Natürlich. Ja, das ist...
Ja, da sehe ich noch Potenzial. Naja, also ich sag mal, ich kann sicherlich nach dem Namen von dem Lokal suchen, wenn ich den kenne. Wenn ich ihn natürlich nicht kenne als Fremder und sage, okay, ich möchte jetzt eigentlich hier in Graz, was weiß ich, richtig regionale Küche, dann wird es schwierig. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch noch kein gutes Ranking-System wirklich. Wir haben keine Reviews, so wie Google. Dadurch tun wir uns ein bisschen schwerer. Wir haben auch noch keine Listenansicht, wo man sowas durchstöbern könnte. Also das wäre auf jeden Fall der nächste Schritt im Interface. Was Google natürlich auch Nettes macht, ist, es erfasst, welche Android-Telefone zu welcher Zeit wo sind und die wissen, welches Gewerbe gut läuft. Das heißt, die können genau sagen, okay, wir können schauen, sind die Öffnungszeiten, die wir in der Datenbank haben, plausibel anhand der Daten, die wir aus den Aufenthaltsdaten von unseren Android-Phones wissen. Und diese Daten, die wollen wir nicht. Dadurch macht es aber auch unseren Datensatz nicht besser. Ja? Also man könnte super aus so Tracking-Daten Daten ziehen, aber das ist was, was gegen unsere Grundsätze, gegen Tracking und so irgendwie ist. Das heißt, da müssen wir irgendwie einen Weg rundherum finden. Ihr habt jetzt gesagt, Ranking und Bewertungen habt ihr noch nicht drinnen. Also für mich ist der Appeal von so etwas genau, dass ich diese Geschichte gar nicht drin habe. Weil wenn du Bewertungen anschaust und wenn du in der letzten Zeit dir das anschaust, was Leute, Gastronomen und so weiter über Bewertungen klagen, die schräg sind, in allen Foren, wo wir sind, haben wir riesige Moderationsaufwände. Ja. Ihr wollt euch das, glaube ich, nicht antun. Dieses Problem hast du natürlich. Du musst ein gewisses Aufräumen betreiben mit diesen Bewertungen. Es macht natürlich, zum einen ist es schön, weil man irgendwie Restaurants besser finden kann, nach mehr Kategorien. Du kannst sagen, okay, ich suche was Höherpreisiges, was gute Bewertungen hat oder was Niedrigpreisiges. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich, wie angesprochen, das Problem, dass jeder alles reinstellen kann. Nur vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie man das in der OpenStreetMap-Community löst. OpenStreetMap, da kann jeder auch alles reinstellen und es funktioniert eigentlich halbwegs. Das meiste, was drin steht, funktioniert gut. Ich weiß nicht, ob es so gut funktioniert, weil es so schwer ist, was reinzustellen. Oder ob es so gut funktioniert, weil das Policing irgendwie funktioniert. Also da muss man irgendwie, das ist ein offenes Problem, ja. Vielleicht das Mikrofon noch kurz weiterreichen. Entschuldigung. Ich hätte zum Beispiel nach einer Pizzeria gesucht, wo es Nichtraucher ist. Und vorher war zum Beispiel, dass es ein Nichtraucherlokal war. Wie könnte ich so suchen, dass es ein Nichtraucher-Pizzeria ist? Ja, am besten in 2 Wochen nochmal probieren. Also die Daten haben wir. Das ist auf jeden Fall auf unserer Liste, das auch durchsuchbar zu machen. Hat es noch nicht geschafft. Aber ich nehme es auf mit hoher Priorität. Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, kann man das Mikrofon vielleicht ganz vorne, erste Reihe noch? Danke. Eine meiner Fragen ist jetzt mittlerweile schon beantwortet worden. ich möchte nur sagen, was ich großartig finde für mich persönlich ist, die Zugänglichkeit und Behindertengerechtheit ist mir aufgefallen, kann man da ausfüllen mit zum Beispiel eine Stufe, weil wenn man mit Freunden unterwegs ist, die wirklich eine Behinderung haben, dann ist das teilweise schwierig, man muss anrufen. Wie schaut das bei euch aus? Habt ihr da ein Landes-WC, ist es zugänglich und alles, das muss man alles vorher abklären und ich finde das super, dass ihr das drinnen habt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben die Daten drinnen, die sind in der OpenStreetMap, die haben wir natürlich nicht wir erfasst. Es ist teilweise recht schwer, da irgendwie genaue Klassifizierung zu machen. Wenn das ein Mapper ernst nimmt und wirklich gut einträgt, dann können wir die Daten darstellen. Wir haben, glaube ich, eine Kategorie, wo wir sagen, das ist rollstuhlgerecht. Aber es ist dann wieder so eine Gratwanderung zwischen, was stellen wir auf Yellow OSM dar und was ist in der OpenStreetMap kartografiert. Weil
im User-Interface dann eine vernünftige Repräsentation dessen, was zu finden, was in OpenStreetMap alles drinsteht, ist so eine eigene Sache. Wir machen zum Beispiel beim Raucher, qualifizieren wir jetzt, sagen wir, Nichtraucher oder es gibt einen getrennten Raucherbereich oder es geht Raucher. Also wenn es ein reines Nichtraucherlokal ist, glaube ich, machen wir im Moment ist Nichtraucher. Und sonst sagen wir, genau, es ist das nicht. Das ist eine Spezialisierungsfrage. Es gibt dafür auch die Open Wheel Map noch, wenn dich genau das interessiert, die sich darauf spezialisiert, genau, ja, welche Sachen wie zugänglich sind. Eines der anderen OpenStreetMap-Projekte, die Open Wheel Map. Ja. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Sonst, ja, da hinten noch. Danke. Ja, hallo. Eine Frage wäre jetzt, wie lange gibt es das Projekt schon und wie sieht es aus, dass weiter auf den deutschsprachigen Raum, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, jetzt komplett auszudehnen? Also das Projekt gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr, da ist die Idee geboren worden, dann jetzt durch die NetID unterstützt und jetzt in der Entwicklung. Und wir haben jetzt auch eingereicht einen Talk auf das State of the Map in Heidelberg. Spätestens bis dahin wollen wir auf jeden Fall auf den deutschsprachigen Markt ausgerollt sein, aber generell auch jetzt in den nächsten Monaten, sage ich mal. Also wir haben uns jetzt mal auf Österreich limitiert, was einfach ein bisschen kleiner ist und einfacher zu handeln, aber ja, also der Plan ist, bis Sommer den Schweizer und deutschen Raum noch mit dazu nehmen in den Datensatz. Wir hoffen, dass wir einfach den Server ein bisschen größer machen und dann den Dump von Deutschland und der Schweiz mit dazu nehmen. Fertig. Was fallen denn da so an Daten an, beziehungsweise wie viele Freiwillige habt ihr schon, die was da mitarbeiten? Geht es jetzt um die Größe vom Datensatz? Ja, oder? Auch Datenbank und sicher. Die Datenbank ist für Österreich fein kompakt, weil wir schmeißen alles weg, was Straßen sind. Wir haben nur die Metadaten von gewissen Gewerben, die wir halt in einer Liste aufgenommen haben und halt aktiv in unseren Suchindex aufnehmen wollen. Und das sind im Moment sind es um die knapp 100 Megabyte oder so. Das ist nicht so wirklich tragisch. Der Dump, den wollen wir auch, wir wollen den Dump, den JSON-Dump, den wir in die Elasticsearch füttern, wollen wir eigentlich auch täglich zur Verfügung stellen, dass man sich den einfach runterladen kann. Das sind dann alle Gewerbe in Österreich mit den Metadaten von OpenStreetMap. Und was die Freiwilligen betrifft, im Moment sind wir zwei. Also wir können noch Hilfe gebrauchen. Wir sind auch gerne, wir haben ein offenes Ohr für Feature-Requests oder so, werft uns die einfach auf GitHub ein. Wir schauen, dass wir das, ob das irgendwie sinnvoll ist, ob wir das integrieren können und wollen, ob das dazu passt. Und Mithilfe natürlich auch gerne. Wenn jemand sagt, er hat einen Pull-Request auf GitHub und hat unseren Code genommen und was dazu geschrieben, dann auch sehr gerne, bitte. Gut, dann wir sind schon deutlich über der Zeit. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir haben draußen einen Stand, wenn ihr auch noch mehr Informationen holen wollt. Und wir bitten um Feedback im Konferenzmanagementsystem online. Das sollte jetzt schon offen sein. Dankeschön.